Ja, herzlich willkommen zu unserem, wie viel ist das? Dritte, vierte, vierte, würde ich jetzt sagen so. ja, zu unserem Ja, vierte würde ich vierten sagen, genau. Workshop. Heute geht es um Glaubenssätze und wie man diese auflösen kann. Also, was sind überhaupt negative Glaubenssätze? Glaubenssätze sind unbewusste Gedankenmuster oder bestimmte Annahmen, welche wir im Laufe des Lebens von anderen übernommen haben. Es sind tiefsitzende Überzeugungen. Also die sitzen wirklich tief bei uns drinnen und wir sind der Überzeugung, das ist so, wie wir das denken oder glauben. Diese beeinflussen, wie wir über uns selber, über andere oder auch allgemein über die Welt und natürlich auch, wie wir im Alltag uns verhalten und denken. Man kann sie mit einem Computervirus zum Beispiel vergleichen, denn sie blockieren unser Leben, bremsen uns aus und machen uns oft vieles kaputt. Denn sie stehen uns ständig im Weg und verhindern, dass wir unser volles Potenzial ausschöpfen können. Nicht ganz so einfach, die Technik hier. Oh, das ist gut, machst du das mal. Gut. Aber was wir wissen müssen, und das ist ganz wichtig, als wir auf die Welt kamen, hatten wir nämlich noch keine Glaubenssätze. Die haben sich erst beim Älterwerden entwickelt. Wir waren, als wir auf die Welt kamen, waren wir wie ein leerer Computer ohne Programme, haben die Welt noch voller Neugier betrachtet, ohne groß darüber nachzudenken. Und jetzt kommen wir, wie entstehen überhaupt Glaubenssätze? Glaubenssätze entwickeln und festigen sich im Laufe des Lebens. Und je älter wir werden, desto mehr Erfahrungen machen wir und diese prägen sich dann als Sichtweisen, die wir über uns, andere und wie schon oben gesagt, über die Welt haben. Die ersten Glaubenssätze, welche wir machen, kommen im Elternhaus von unserer Familie, also hauptsächlich von den Eltern natürlich oder auch wenn wir Geschwister haben, von den Geschwistern. Wenn wir liebevolle und fürsorgliche Eltern haben, dann neigen wir dazu, positive Glaubenssätze über uns und unseren Wert zu entwickeln. Haben wir aber desinteressierte Eltern oder werden sogar mit emotionaler oder physischer Gewalt behandelt, dann werden wir negative Glaubenssätze verinnerlichen. Das ist ja eigentlich logisch. Positives ergibt Positives und Negatives ergibt Negatives. Im späteren Leben spielen dann das soziale Umfeld eine große Rolle bei der Entwicklung der Glaubenssätze. Freunde, Mitschüler, Lehrer und so weiter. Wenn wir schon früh das Gefühl von nicht genug sein vermittelt bekommen haben, dann zieht sich das leider meistens durch unser Leben und wir machen immer wieder negative Erfahrungen. Und das Ganze nur, weil das Unterbewusstsein unsere vorgefertigte Sichtweise bestätigen möchte. Dadurch, dass die negativen Überzeugungen immer wieder bestätigt werden, festigen sich die negativen Glaubenssätze immer wie mehr. Glaubenssätze sind aber nicht automatisch schlecht, denn es gibt auch sehr viele positive Glaubenssätze, welche uns helfen, unser Leben mit voller Stärke zu leben. Positive Glaubenssätze führen dazu, dass wir uns selbstbewusst und stark fühlen. Die Grafik sehen Sie jetzt natürlich nicht, aber die ist im Nein, Workbook. genau. Ist das die Im gleiche? Ja, das ist die gleiche, ja. Workbook seht ihr eine Grafik von den Glaubenssätzen, wo wir übernommen haben. Und also woher sie kommen, denn sie kommen aus den verschiedensten Richtungen. Falls ihr das Workbook zur Hand habt, Sonst könnt ihr es noch runterladen. Es genau. sollte etwa der
wahrscheinlich der dritte Post in der Gruppe sein. Genau. Genau. Und dort sieht man, dass das von den Eltern und Geschwistern kommt, Erzieher oder Lehrer, von den Medien und der Gesellschaft natürlich, Verwandte und Bekannte, Freunde und die eigenen Erfahrungen, die man im Laufe des Lebens macht. Was aber auch noch interessant ist, negative Glaubenssätze erfüllen oft eine unbewusste Schutzfunktion, um Enttäuschungen zu vermeiden. Das habt ihr vielleicht auch schon selber bemerken müssen. Hier wäre es dann wichtig, dass wir unsere Überzeugungen überprüfen, ob diese überhaupt mit der Realität übereinstimmen. Zum Ersten, handelt es sich wirklich um etwas, das dir nicht gut tut? Ist die warnende Stimme deines Unterbewusstseins berechtigt? Oder wirst du von diffusen Ängsten in deiner Selbstverwirklichung blockiert? Das ist immer ganz wichtig, dass man diese Sätze sich selber stellt. Genau, darf ich noch kurz etwas sagen, eben wegen dieser Schutzfunktion, das finde ich noch wichtig, weil ich glaube meistens diese negativen Glaubenssätze bewirken in dem Sinne etwas Positives, dass du dich diesem System anpasst und nicht mit den Leuten in Konflikt kommst, weil du einfach gewisse Dinge vorwegnimmst zum Beispiel oder jemand nicht mit etwas konfrontiert, was die Person vielleicht selbst nicht damit umgehen könnte. Genau. Von dem her, ja, es ist immer so schwierig, eben es ist nicht einfach nur negativ, sondern es hat schon eine bestimmte Funktion. Genau. Es hat die Funktion, uns zu schützen. Denn im Leben machen wir negative Erfahrungen oder wir hören etwas von jemandem und dann fangen wir uns an zu schützen und entwickeln diesen Glaubenssatz, damit das natürlich nicht wieder passiert. Damit man die Fehler nicht wieder macht. Die gute Nachricht ist natürlich auch noch, Glaubenssätze können wir verändern. Ja, sonst hätten wir jetzt ein Problem mit unserem Workshop. Genau, das ist ganz wichtig. Also wenn du Glaubenssätze hast, dann keine Angst, du kannst diese transformieren in positive. Und ja, das finde ich ist wichtig zu wissen. Man kann das wirklich ändern. Dann Glaubenssätze kann man als Gaspedal und Handbremse bezeichnen. Wie oben schon erwähnt, gibt es positive und negative Glaubenssätze. Denn die positiven Glaubenssätze können wie ein wahres Gaspedal auf dem Weg zu deinen Zielen und Wünschen sein. Und das, weil sie sehr motivierend, aufbauend und wohlwollend sind. Sie zeichnen ein positives Bild von uns, unseren Fähigkeiten und unserer Umwelt aus. Negative Glaubenssätze sind dagegen wie eine angezogene Handbremse. Sie bremsen uns aus dem Weg. Das habe ich oben schon beschrieben mit dem Beispiel vom Computervirus. Das war der Vergleich. Sie blockieren unser Leben, bremsen uns aus und machen uns oft vieles kaputt. Sie stehen uns ständig im Weg, verhindern, dass wir unser volles Potenzial ausschöpfen können. Gibt es ganz viele Beispiele von negativen Glaubenssätzen und positiven. Zuerst, ich schaue immer hier hin, dabei ist die Kamera da. Das stimmt, das ist ein bisschen verwirrend. Wir haben die Webcam ausgelagert und sie steht so neben. Ja, sie steht neben schräg dem und ich schaue Laptop, immer auf den Laptop, aber sie steht eigentlich da. Ja. Gut, also zuerst kommen wir zu den negativen Glaubenssätzen. Denn um eine Veränderung bewirken zu können, ist es sinnvoll, dass wir unsere negativen Glaubenssätze zuerst bewusst, dass wir uns denen bewusst werden. Das ist leider leichter gesagt als getan, denn oft entwickeln wir negative Überzeugungen eine gefährliche Eigendynamik, so dass wir sie nämlich irgendwann als normal betrachten. Also wir merken gar nicht mehr, dass das unsere Glaubenssätze sind, denn es ist für uns ganz normal geworden. Diese Beispiele helfen dir jetzt aber, negative Glaubenssätze in bestimmten Lebensbereichen zu erkennen. Ich habe von allen Lebensbereichen habe ich ein paar aufgelistet. Und jetzt schreib dir doch bitte am besten diese auf, welche dir bekannt vorkommen, welche du weißt, dass du diese hast, falls du dir sie schon bewusst bist. Und ich denke, wenn ich sie dir aufzähle, wo du merkst, das kenne ich, das kommt mir bekannt vor, dann schreib dir doch diese bitte auf. Also, der Lebensbereich Selbstwert. Ich bin weniger wert als alle anderen. Andere haben mehr und können mehr als ich. Ich bin ein Versager. Ich bin nicht gut genug.
Und bitte schreibt doch in den Kommentaren, falls ich, ja, ich werde über meine Leistungen und mein Äußeres definiert. Bitte schreibt doch in den Kommentaren, falls es euch zu schnell ist oder wenn ich etwas wiederholen soll, denn ich bin eher eine schnelle Sprecherin. Genau, wenn ihr möchtet, könnt ihr auch gleich eure Glaubenssätze im Kommentar teilen, wenn euch das, das lieber ist. Genau, wenn ihr euch das so merken möchtet. Dann der Lebensbereich Finanzen. Geld hilft mir, glücklich zu sein. Alle reichen Leute sind Betrüger. Mit Geld kann ich meine innere Leere kompensieren. Meine Mitmenschen wollen nur mein Geld. Um sich etwas leisten zu können, muss man hart arbeiten. Schreibt niemand etwas? Dann mache ich weiter. Lebensbereich Liebe. Niemand kann mich lieben. Niemand hält es lange mit mir aus. Ich verdiene es nicht, geliebt zu werden. Alle meine Partnerschaften sind zum Scheitern verurteilt. Ich mache andere Menschen unglücklich. Ich werde immer abgelehnt. Dann der Lebensbereich soziales Umfeld. Andere Menschen engen mich ein. Ich kann niemandem vertrauen. Andere Menschen wollen mir Böses. Wenn ich andere an mich heranlasse, mache ich mich angreifbar. Zwischenmenschlicher Kontakt verursacht Konflikte. Und dann auch der Lebensbereich Gesundheit. Ich bin unheilbar krank. Mir kann niemand helfen. Ich bin zu alt, um noch aktiv zu sein. Mein Körper ist gegen mich. Wenn ich gesund bin, verliere ich die Fürsorge und Aufmerksamkeit meiner Mitmenschen. Und noch der letzte, Lebensbereich Einschränkungen. Ich bin abstoßend. Ich bin unnormal. Ich bin in meinem Körper eingesperrt. Meine Einschränkung hindert mich daran, ein erfolgreiches, glückliches Leben zu führen. Das waren die negativen Glaubenssätze. Hast du da auch ein oder zwei gefunden? Ja, ich muss sagen, ich hatte ein paar, die haben sich schon wie geändert oder ja, die sind nicht mehr so stark. Zum Beispiel hatte ich auch sehr extrem, mein Körper ist gegen mich, weil ich hatte schon, ja, mit 9 hatte ich schon so Panikattacken, ich konnte nicht mehr atmen und dann habe ich, und ich war auch so ein bisschen hypochondrisch oder ich habe auf jeden Fall immer wieder so Dinge gespürt im Körper und dachte, das ist irgendeine Krankheit. Und das auch? Ja, genau, nein. ja. Also das ist zum Beispiel etwas, das ich früher stark hatte. Andere Menschen wollen mir Böses. Also ich hatte zum Beispiel eine Zeit, da dachte ich wirklich, alle Menschen wollen mich irgendwie angreifen. Ja. Wirklich schon, wenn ich im Bus gesessen habe, dachte ich, jeder wartet nur darauf irgendwie. Ich habe das bildlich gesehen, so die wollen mir jetzt einen Pfeil in die Brust rammen irgendwie. Das hatte ich. Ich hatte, ja, ich bin beziehungsunfähig oder eben niemand kann, hält es lange mit mir aus oder niemand, der nicht aus meiner Familie ist, kann mich lieben. Oder ich, ja, also ich kenne schon einige. Du? Ja, es gibt schon solche, die ich auch hatte, aber heute zum Beispiel nicht mehr. Oder nicht mehr so schlimm. Also hast du keinen dieser Sätze, die du aufgelistet hast? Kennst du heute noch? Oder einfach ein paar sind... Ja, manchmal kommen sie wieder. Und dann gibt es wieder Zeiten, wo ich weiß, nein, es ist nicht so. Okay. Aber dann gibt es wieder die Zeiten, wo man das Gefühl wieder mehr fühlt. Und ja, seid ihr noch da? Kurz Feedback bitte.
vielleicht ist es wieder auch verzögert mit dem ja, Tag. genau Das so. hatten wir ja Das ist auch ja jedes Mal schon. so. Genau. Ja, Sie können ja antworten. Und wir machen da schon mal weiter, oder? Ja. Also gebt mal ein Lebenszeichen von Genau. euch, wenn ihr noch da Damit seid. wir wissen, ob alles noch funktioniert. Also ich glaube, aufnehmen tut es noch, hören tut ihr uns auch, vielleicht etwas verzögert. Aber einfach kurz Feedback. Nicht, dass wir hier den Workshop machen und ihr bekommt nichts mit oder es ist zu schnell oder ihr versteht nichts. Das wäre nicht so gut. Das ist Ah ja, jetzt kommt das Unwetter draußen. Gut, dann kommen wir zu den positiven Glaubenssätzen. Die gibt es ja zum Glück auch. Diese das stellen natürlich das Gegenstück zu den negativen Glaubenssätzen dar. Versuche diese einmal, wenn ich sie dir aufzähle, laut auszusprechen und in dich hineinzuhören. Und dann schau einfach mal, wie fühlt es sich an? Was macht es mit dir? Weil das sind ja die positiven und die, ja, die tun ja auch gut, wenn man diese hat zum Beispiel. Genau, und man kann so auch merken, ob man da noch etwas, ob sich da noch etwas Negatives dran gehängt hat. Ja. Und oder wie gesagt, ob es nur positiv ja, sich anfühlt. Genau. Wir haben ja auch positiv, also jeder Mensch hat ja auch positive, nicht nur negative. Das ist ja auch gut so. Genau. Also dann die positiven. Beim Lebensbereich Selbstwert. Ich bin gut, so wie ich bin. Ich empfinde Dankbarkeit für alles, was ich habe. Ich bin ein wertvoller Mensch. Meine Meinung hat Gewicht. Ich verdiene es, mit Respekt und Wertschätzung behandelt zu werden. Dann der Lebensbereich Finanzen. Ah, da kommt eine Mitteilung. Ich höre wieder mal nicht immer alles und es stockt zum Teil, aber ist wohl ja wieder mein Internet bzw. Laptop. Wie jedes Mal das Problem mit dem ja, Stocken. Vielleicht könnte, wenn ja, also vielleicht könnte sie noch etwas dazu sagen, ob es bei ihr auch so ist, dass es wieder unsere Verbindung ist oder die von aber genau. Bei den Aufzeichnungen stockt es dann nicht, oder? Ja, wir hatten auch schon Aufzeichnungen, ja, wo es ein bisschen gestockt hat, aber nicht so schlimm. Also. Genau. Ja, ich hoffe, es liegt am Laptop und nicht allgemein an der Verbindung oder so. Ja, ich mache jetzt trotzdem mal weiter. Lebensbereich Finanzen. Ich habe mir meinen Wohlstand verdient. Ich ziehe das Geld an wie ein Magnet. Ich besitze Geld, aber mein Geld besitzt nicht mich. Ich bin erfolgreich. Okay. Das dürfen wir hier ja gar nicht sagen. Nein. Nein. No. Dann der Lebensbereich Liebe. Ich verdiene Liebe. Ich bin von Liebe umgeben. Ich lasse Liebe und Harmonie in mein Leben. Ich bin dankbar, meinen Traummann, meine Traumfrau gefunden zu haben. Ich werde meinen Traummann, meine Traumfrau finden. Dann der Lebensbereich soziales Umfeld. Ich kann mich gut integrieren. Ich begegne den Menschen mit Vielleicht Offenheit. Vielleicht musst du kurz eine Pause machen, damit man das, du hast ja gesagt, irgendwie wiederholen. Sonst ist man schon, bist du schon beim nächsten. Ja. Genau. Also kannst du schon weitermachen, genau, aber vielleicht eine kurze Pause einlegen. Gut, ja, der Lebensbereich soziales Umfeld. Ich kann mich gut integrieren. Ich begegne den Menschen mit Offenheit. Ich bin es wert, angenommen und akzeptiert zu werden. Soziale Beziehungen bereichern mein Leben. Ich respektiere andere Menschen so, wie sie sind. Dann der Lebensbereich Gesundheit. Ich fühle mich gesund und vital. Mein Körper möchte gesund sein.
Mit jedem Atemzug nehme ich frische Lebensenergie auf. Ich kann meine Gesundheit aktiv durch meinen Lebensstil beeinflussen. Dann Lebensbereich Einschränkungen. Ich bin einzigartig und besonders. Ich kann trotz meiner Einschränkungen das Leben führen, das ich will. Ich akzeptiere mich so, wie ich bin. Jetzt hoffe ich, ihr habt ein paar Glaubenssätze gefunden bei den positiven, wo ihr euch wiedererkennt habt, welche zu euch passen und welche ihr positiv über euch denkt. Und es würde uns Wunder nehmen, wenn ihr diese jetzt, wenn ihr das gemacht habt, mit dem vor euch laut aufsagen, diese, also wiederholen, was ich sage, diese, welche ihr gefunden habt, das passt, was ihr dabei gefühlt habt. Ich glaube, Karin kann ja, momentan nicht. Gerade nicht antworten. Genau, aber und vielleicht Patricia hat das verzögert. Wie lange müssen wir jetzt warten, bis sie es... Das mache ich mal weiter. Ja. Kommt dann schon noch. wir haben mal einen, in der Gruppe einen Post gemacht zu den Kernthemen Glaubenssätzen. Und viele unserer Glaubenssätze basieren auf diesen Kernthemen. Diese Kernthemen sind diese, ich zähle jetzt wieder ein paar auf. Ich bin nicht gut genug. Ich bin falsch. Ich bin nicht wichtig. Ich bin es nicht wert, da zu sein. Ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Ich bin schlecht oder ich bin schuldig. Ich bin nicht erwünscht oder ich bin wertlos. Wenn du einen oder mehrere dieser Glaubenssätze erkennst, dann kannst du diese nämlich, wenn du diese auflöst, dann lösen sich andere Glaubenssätze, welche damit verknüpft sind, vielleicht sogar von alleine auf. Und jetzt kommt nämlich genau, Steffi. Und die Kernthemen, nur zum Sagen, falls es jetzt zu schnell war oder so, oder einfach falls du das nachschauen möchtest, das hast du auch im Workbook. Genau. Das meiste ist im Workbook. Genau. Ja, du wolltest jetzt mich ankündigen. Oder genau, ich kündige jetzt Steffi an. Jetzt kommt Steffi mit den Methoden, um die Glaubenssätze aufzulösen. Das ist nämlich das Wichtigste hier im Workshop. Genau. Ja, es gibt natürlich ganz viele verschiedene Methoden, wie man mit negativen Glaubenssätzen arbeiten kann. Und wir möchten dir hier jetzt einfach ein paar Methoden zeigen, mit denen du wirklich auch selbstständig an deinen Themen arbeiten kannst. Das erste ist, was Sabrina vorhin schon ein bisschen erwähnt hat, und zwar Don't believe everything you think. Vielleicht hast du das schon gehört. Also glaube einfach nicht alles, was du selbst denkst. Ist nicht so einfach, aber ist wichtig, sich da mal wirklich ein bisschen zu beobachten. Ja, ich möchte euch jetzt kurz mal zwei Beispiele geben. Also vielleicht wisst ihr, dass es in Indien gibt es so Elefanten, die Touristen herumtragen und ui, da ist gerade ja, ein Regenwetter draußen. Genau. Also, falls wir da auf die Seite gucken, wir sehen immer wieder etwas vorbeifliegen vom Wind und vom Sturm. Genau. Nein, eben, es gibt in Indien diese Elefanten.
Elefanten, die werden wirklich trainiert, um die Touristen herumzuführen bzw. auf den Brücken herumzutragen. Und die werden, wenn sie klein sind, werden die oft nur an so einem Pflock festgebunden, und weil sie so klein sind, können sie sich nicht losmachen. Beziehungsweise zum Teil werden sie dann auch noch wirklich so dressiert und irgendwie vielleicht mal geschlagen oder bekommen ja einfach was eins mit dem Stock, wenn sie sich zu weit weg bewegen wollen. Und das hat dann den Effekt, dass wenn sie wachsen, dass sie dieses Verhalten einfach weiter übernehmen. Und auch wenn sie dann groß sind, dann kann man sie sehr gut unter Kontrolle halten, weil sie sind sich nicht bewusst, dass sie jetzt eigentlich die Größe hätten, um da dagegen anzugehen, um irgendwie sogar den Menschen zu schaden, um sich da auf jeden Fall loszureißen. Das ist bei denen so verinnerlicht, dass sie wirklich dann da bleiben und sich vom Menschen kontrollieren lassen. Und ja, auch wir haben diese Seile in Form von negativen Glaubenssätzen, sind ja bei den Elefanten dann auch im Sinne, ja, sind auch eigentlich Glaubenssätze, die machen sich das wahrscheinlich einfach nicht so bewusst wie wir. Genau, und dann ein anderes Beispiel für die Wirkung von negativen Glaubenssätzen. Ich habe von einer Studie gehört am Dartmouth College, ich weiß jetzt gar nicht genau, das ist wahrscheinlich in Amerika. Und dort haben sie in dieser Studie haben sie den Leuten so eine ganz hässliche Narbe ins Gesicht gemalt und dann den Leuten gesagt, dass sie jetzt in einen Raum gehen müssen und sich unterhalten sollen mit den Menschen, die da drin waren. Und bevor sie aber da diesen anderen Raum betreten haben, hat irgendwie der Studienleiter oder die verantwortliche Person hat dann gesagt, gut, wir müssen diese Narbe noch kurz aufwischen, bleib noch kurz hier. Haben die Narbe aber dann weggemacht und die Leute in den anderen Raum geschickt. Und als sie da zurückkamen und das bewerten mussten, die Situation, haben sie gesagt, ja, das war extrem unangenehm, also diese Menschen haben wie immer nur auf die Narbe gestarrt, die haben mich ganz komisch behandelt, es war wirklich, man hat gemerkt, dass die sich unwohl fühlen oder sie haben versucht, die Narbe zu ignorieren oder einfach, man hat wirklich gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Also, was heißt das eigentlich, dass wir aufgrund von unseren Glaubenssätzen eben die Welt wahrnehmen und auch beeinflussen und wir aber sehr oft in einer falschen Realität eigentlich leben? Ja, wir nehmen es so wahr, wie wir es denken, dass es ist. Genau, und weil wir uns dann so verhalten oder das so stark auch projizieren, dann nehmen wir bei anderen Dinge wahr, die in dieses Schema passen, oder wir lösen das sogar vielleicht aus, weil wir uns komisch verhalten, weil wir uns unwohl fühlen, da fühlt sich die andere Person auch unwohl. Genau. Also wir können sehr viel beeinflussen schon mit unseren Glaubenssätzen oder mit dem, was wir denken über die Situation. Ja, und Sabrina hat das oben auch, oder hat das vorhin auch schon erwähnt, genau, dass man diese Glaubensmuster, die Gedankenmuster, dass man die neu verknüpfen kann. Es raubt ihnen schon Kraft, wenn man sie sich bewusst macht, weil oft sind sie ja unbewusst, also man fühlt sich einfach in der Situation nicht wohl, aber weiß vielleicht gar nicht genau warum. Und wenn man dann auch noch vielleicht erkennt, woher sie kommen. Deshalb würde ich dir jetzt mal raten, versuche wirklich mal die nächsten Tage oder sogar Wochen zu beobachten, was du so denkst in verschiedenen Situationen, vor allem auch wenn du dich unwohl fühlst. Was sagst du innerlich zu dir? Oft sind es Sätze, die sich eigentlich die ganze Zeit wieder wiederholen. Also von Tag zu Tag wieder dieselben Dinge, die wir denken. Und vielleicht kennst du diese Sätze sogar von irgendwoher. Schreib sie dir doch am besten auf und dann kannst du dir wirklich überlegen, ja, vielleicht ist das ein Satz, der meine Mutter immer gesagt hat oder sich so verhalten hat, zum Beispiel, das Leben ist gefährlich, weil sie hat immer gesagt, wenn du aus der Tür gehst, pass auf, es könnte dir etwas zustoßen, und dir das Gefühl gegeben, dass die Welt ist gefährlich und du bist zu schwach oder du wirst irgendwie bedroht oder genau. Ja, ich habe da, heute habe ich einen Podcast gehört.
es ist zwar im Allgemeinen nicht so ein schöner Podcast, es geht um Mord und so, aber eine Stelle war wirklich schön. Es ging nämlich um einen Südafrikaner, der kam auf die Welt mit ich weiß nicht mehr genau, irgendeine Krankheit, Behinderungen an Beinen. Mhm. Und dann hat man ihm als ganz klein, also als Baby, hat man ihm die Beine amputiert, mhm. also wirklich bei Mitte Oberschenkel. Und er hat dann Prothesen bekommen und seine Mutter hat immer gesagt, du bist nicht behindert, du bist besonders. Mhm. Und der ging dann wirklich positiv durchs Leben. Der hat sich selber nicht als behindert angesehen oder als irgendwie eingeschränkt. Denn seine Mutter hat ihm immer gesagt, du bist nicht behindert, du bist besonders. Ja, und das ist schön. Ja, das war dann ein positiver Glaubenssatz natürlich und das ist sehr schön, so etwas. Mhm. Genau. Ja, genau, kommen wir zurück von, wenn du eben beobachtet hast, dass du den einen negativen Glaubenssatz zum Beispiel hast, gibt es verschiedene Methoden, wie du darauf zugehen kannst oder was du damit machen kannst. Genau, also hier habe ich mal ein paar, Beispiele zusammengestellt, was du zum Beispiel machen könntest. Du kannst da wirklich auch ein, ja, kreativ sein. Wenn jetzt du zum Beispiel gemerkt hast, du hast einen Glaubenssatz, ich bin faul und kriege nichts auf die Reihe, dann könntest du über mehrere Wochen zum Beispiel ein Erfolgstagebuch schreiben und du kannst dann wirklich auch nach diesen Wochen das immer wieder mal anschauen, wenn du zum Beispiel das wieder denkst und dir einfach so selbst beweisen, dass dieser Satz nicht stimmt. Hier ist es einfach wichtig, dass du nicht so hohe Ansprüche hast. Also nicht, dass du dann die Tage durchgehst und denkst, ja, heute habe ich ja gar nichts geschafft oder nichts gemacht. Also wirklich ein Erfolg. Habe ich auch von meinem Coach gelernt, ein Erfolg ist sogar auf die Toilette zu gehen, wenn du dein Haustier fütterst, egal, also wirklich, wenn du einfach etwas machst und erschaffst an diesem Tag oder wenn du jemandem hilfst oder auch ja ganz viel Positives. Genau, hast du. Perfekt. Nein, ist ja also oft aufs Klo. Ja. Gratuliere. Danke. Ja, also ich mache das auch schon seit Wochen und es tut wirklich auch gut, eben wenn man etwas hat, was man sich da vor Augen halten kann, so hey, ich mache den ganzen Tag wirklich auch viel und ja, das muss nicht immer der größte aller Erfolge sein, wie ich habe jetzt irgendwie einen Marathon gewonnen oder ja. Ja, wir haben einfach immer das Gefühl, genau, dass es etwas Großes sein muss. Genau, aber dieses ganz Große, das kommt bei den meisten Menschen im Leben vielleicht ein paar Mal vor. Also dann bist du immer ein Versager. Also. Mhm. Ja. Dann gibt es noch so verallgemeinernde Glaubenssätze, wie zum Beispiel, es ist alles hoffnungslos oder ich bin ein hoffnungsloser Fall. Und auch da, glaube ich, hast du vorhin schon so etwas in die Richtung erwähnt, einfach wirklich dich hinsetzen und dich fragen, stimmt das wirklich? Also kann dir wirklich gar nichts helfen, hast du schon alles ausprobiert und wenn du ehrlich bist mit dir selbst, also das geht ja gar nicht. Also ich meine, es kann nicht sein, dass du schon alles ausprobiert hast. Du hast vielleicht das Gefühl, du hast schon viel ausprobiert und dann verallgemeinerst du das und sagst alles, aber es ja. Gibt immer noch viel mehr. Genau, es gibt immer viel mehr. Und hier helfen oft Ratschläge von anderen nicht so viel weiter, da musst wirklich du dich hinsetzen und die Situation dir das, diese Arbeit machen und dir das nochmals überlegen und deine Gedanken auseinandernehmen. Genau, und dann gibt es auch noch das Schwarz-Weiß-Denken, wie zum Beispiel, ja, ich bin jetzt ein schlechter Mensch, weil ich habe diesen Fehler gemacht. Auch hier hilft es wirklich, dich hinzusetzen und dir zu überlegen, also kann es sein, dass du ein schlechter Mensch bist, weil du einen Fehler gemacht hast oder vielleicht auch mehrere, aber dann werden ja alle Menschen schlechte Menschen, weil es gibt niemanden, der keinen Fehler macht. Jeder macht Fehler. Ja. Oder du könntest dir auch überlegen, wie würdest du mit deinem Kind zum Beispiel sprechen, wenn es einen Fehler macht? Würdest du sagen, ja, du bist jetzt wirklich saudum, dass du diesen Fehler gemacht hast? Vielleicht würdest du das machen aus einer gelernten Reaktion raus. Aber wahrscheinlich würdest du doch viel mehr sagen wollen, ja, es ist okay, wenn man einen Fehler macht, schau doch einfach, was kannst du daraus lernen,
was würdest du das nächste Mal zum Beispiel anders machen? Und ja, es ist okay, das ist ein Lernprozess. Und es gibt auch noch ein tolles Video von Vera F. Birkenbiel, ist mir jetzt gerade noch in den Sinn gekommen, wo es auch um Fehler geht. Und sie sagt einfach, wenn du Fehler machst, dann hat dir auch etwas gefehlt. Dir hat eine Fähigkeit gefehlt oder vielleicht ein Wissensteil, den man dir nicht, das, was man dir nicht gesagt hat, oder es hat einfach etwas gefehlt, was du nicht haben konntest in diesem Moment. Genau. Jetzt kommen wir ganz kurz zur Methode Focusing. Ich möchte da nur ganz allgemein sagen, was das so in etwa ist. Und du hast dann die Focusing-Schritte, die hast du im Workbook, die kannst du selbst anschauen, weil wir können natürlich jetzt nicht in dieser Stunde jede einzelne Methode im Detail durchgehen. Wir machen das dann nachher einfach mit einer Methode und die anderen werde ich einfach ganz kurz sagen, was das ist, und genau die Details hast du dann im Workbook. Ja, also bei Focusing, das gibt wirklich Studien, beziehungsweise ich glaube, der Eugene T. Chandlin, der das entwickelt hat, hat auch bei sich selbst in seiner Therapie oder in seiner Arbeit mit Menschen hat er gemerkt, dass gewisse Menschen gewisse Dinge anders machen. Und zwar, das waren dann Menschen, die dann erfolgreich waren in der Therapie sozusagen oder einfach die wirklich vorankamen im Gegensatz zu gewissen anderen. Und er hat dann gemerkt, dass die anders sprechen, beziehungsweise einen anderen Bezug zu ihrem Körper haben. Und er hat dann aufgrund von dem hat er Focusing entwickelt und bei dieser Methode, das sind so diese Schritte, bei denen lernst du wirklich so aus dem Kopf herauszukommen und du lernst eigentlich die Empfindung oder das Gefühl selbst sprechen zu lassen. Und das ist einfach extrem wichtig, weil die Veränderung passiert in deinem Körper und nicht in deinem Kopf. Und wenn du das wirklich so einbringen kannst und von diesem Ort her sprechen kannst, dann hilft dir das sehr in der Therapie oder auch ja, beim Auflösen von Glaubenssätzen. Dann das nächste ist die Sedona-Technik von Hale Dvoskin und Lester Levenson. Also Lester Levenson war der Lehrer von Hale Dvoskin, aber Hale Dvoskin hat es dann eigentlich entwickelt. Und das sind einfach vier Fragen. Die kannst du wirklich für ein Gefühl oder einen Glaubenssatz kannst du die anwenden und die helfen dir die helfen dir dann damit du aus festgefahrenen sorry, ich habe ein bisschen einen trockenen Hals. Genau, die vier Fragen helfen dir dann aus deinen festgefahrenen Sicht- und Denkweisen herauszukommen und sie bieten dir neue Perspektiven in Bezug auf ein Problem oder einen Glaubenssatz. Und die Technik unterstützt auch den Prozess des Loslassens, weil das ist ja ein Prozess, den man nicht direkt, also man kann ihn nicht erzwingen, aber man kann ihn so indirekt beeinflussen. Und dafür ist eben diese Sedona-Technik gut. Das klingt, wenn ihr die Fragen dann anschaut im Workbook, klingt das zuerst ein bisschen schräg. Das muss man wirklich ausprobieren, damit man so ein Gefühl dafür bekommt, was diese Fragen bewirken können. Und man muss sie natürlich auch wirklich ein paar Wochen anwenden. Ich mag sie sehr, diese Donautechnik. Schon, hast Ja. du schon länger damit gearbeitet? Ja. Okay, super. Ich Weil ich benutze habe es sie jetzt immer erst so wieder. tageweise gemacht und noch nicht irgendwie. Wirklich? Okay. Perfekt. Gut, da haben wir hier schon ein leuchtendes Beispiel. ja, dann haben wir als nächste Technik haben wir The Work von Byron Katie. Vielleicht habt ihr auch schon davon gehört. Das ist auch. Jetzt holt mich vielleicht Corona mit Ja, rein. Nein. ich hoffe nicht. Nein, ich auch nicht.
Genau, also ist eine Methode, mit der wirklich auch mit gezielten Fragen ist so eine, ja, eigentlich ein Fragebogen, eine Art, ein Fragebogen, und damit kannst du auch wirklich deine Glaubenssätze nehmen und sie überprüfen, und du wirst sie umkehren, und dadurch kannst du dich so ein bisschen von diesem Glaubenssatz auch lösen und dich davon distanzieren und das wirklich hinterfragen. Dabei fragst du zum Beispiel, wer du ohne diesen Gedanken wärst oder was es in dir auslöst, wenn du diesen Gedanken glaubst. Aber den gesamten Ablauf findest du auch wieder im Workbook. Und ja, da passt du auch noch einen Link unten bei dieser Darstellung, wenn du noch mehr wissen möchtest. Ja. Es ist etwas leise. Kann ich das lauter einstellen? Das ist ja die Lautstärke des Laptops, aber. Ich nehme an, das hat auch mit der Lautstärke da zu tun. Sound, mal schauen. Lautstärke. Mikrofon. Ah, hier. Ist jetzt besser? Jetzt habe ich auf 90 und vorher war auf 60. Kannst du, oh, jetzt habe ich das zu groß gemacht. Kannst du mir kurz eine Rückmeldung geben, ob das jetzt besser ist? Der vierte Workshop und die Techniken haben wir noch immer nicht wirklich Aber umgesetzt. wir haben jetzt die Aber wir haben uns neue. schon gebessert. Ja, wir haben eine. Ah, ja, okay, Aber es super. ist wirklich am X manchmal extrem Ja. mühsam und aufwendig Aber und wir haben es ja. jetzt immerhin geschafft, Okay, die super. Webcam, die wir extra gekauft haben, damit das Bild und der Ton ein bisschen besser ist. Mal mit dem Böchse ging es knapp. Okay. Okay. Ja, gut, aber dann haben wir es jetzt geschafft. Perfekt. Ja, müssen wir uns für das nächste Mal merken, genau. Oder ihr sagt es uns einfach wieder. Früher, wenn es geht. Früher, Ja, ja, ist dann der Workshop schon vorbei. genau. Habt ihr überhaupt etwas Ja, gehört? ich hoffe es. Nein. Eben genau diese Anleitung für The Work findet ihr im Workbook. Ja, und jetzt möchte ich zu EFT kommen. Habt ihr vielleicht auch schon davon gehört? Das ist jetzt die Methode, die ich ein bisschen näher vertiefen möchte. EFT bedeutet Emotional Freedom Techniques, ist von Gary Craig. Und ja, genau, aus den 90er Jahren. Er war ein amerikanischer Physikingenieur. Und bei dieser Methode geht es eigentlich darum, dass wir zuerst das Problem oder das Gefühl aussprechen und uns mit diesem emotionalen inneren Stress verbinden. Und dann klopfen wir bestimmte Akupressurpunkte, und durch das werden dann elektrochemische Impulse ans Hirn gegeben, also an diese Bereiche im Hirn, die für Angst und Stress auch verantwortlich sind. Und da wird es kommt dann zu einer Entlastung des Problem- und Gefühlserlebens in diesem Bereich. Und jetzt kommen wir wieder auf dieses Bild vom Computer zurück. Also das EFT wirkt so ähnlich wie ein Computerneustart, also ein Computer, der irgendwie hängen geblieben ist oder abgestürzt ist, den muss man einmal neu starten, und dann funktioniert das meiste auch wieder. Und ja, die Methode kann uns helfen, unser persönliches Energiesystem auf ein gut oder für uns gutes Level zurückzusetzen. Ja, also man beginnt diese Methode damit, dass man für sich eigentlich mal einen Glaubenssatz oder ein Gefühl finden muss. Ja, ich würde sagen, die jetzt hier dabei sind, ihr könnt das jetzt gleich mal machen. Vielleicht habt ihr oben oder vielleicht habt ihr von vorher einen Glaubenssatz schon gefunden, oder ihr habt im Moment irgendwie ein Problem, oder ihr könnt es auch mit einem Gefühl machen, wenn ihr jetzt zum Beispiel im Moment irgendein Gefühl habt in eurem Körper, das so ein bisschen störend ist, dann könnt ihr dieses Gefühl
nehmen. Sagt mir doch mal, ob ihr schon was habt. Das ist nicht mehr dazu gekommen. Mhm, sehr gut. Macht euch mal kurz Gedanken. Und dann schreibt gerne in den Kommentar, entweder einfach ja, ich habe was, oder ihr könnt auch, wenn ihr möchtet, natürlich den Glaubenssatz oder das Körpergefühl oder was auch immer das ist, könnt ihr auch gleich reinschreiben. Ja, also eben, du kannst auch einfach schreiben oder sagen, ja, ich habe was, oder du kannst auch gerne, wenn du möchtest, wenn du dich das traust, den Satz reinschreiben oder das Gefühl. Ich genüge nicht, okay. Ich bin zu langsam. Mhm. Okay, was jetzt wichtig ist für euch mit diesen Glaubenssätzen. Es ist sehr wichtig, dass man bei EFT nicht zu große Themen nimmt auf einmal, sondern dass man wirklich sich auf spezifische Aspekte des Problems konzentriert. Also ihr könnt jetzt zum Beispiel, das ist jetzt einfach nur ein Hinweis, was ihr normalerweise tun könnt. Vielleicht ist das jetzt für den Moment ein bisschen zu viel, das nimmt zu viel Zeit ein, aber ihr könnt zum Beispiel ein Mindmap machen. Ihr könnt jetzt zum Beispiel nehmen, ich genüge nicht, in die Mitte schreiben und da wirklich reinspüren, auch in den Körper reinspüren, okay, was ist damit verknüpft? Und dann ganz verschiedene Emotionen aufschreiben, vielleicht kommt irgendeine Situation noch in den Sinn. Einfach egal was, nicht zensieren, einfach alles, was damit zusammenhängt, einfach mal aufschreiben in dieses Mindmap, und dann kann man wirklich dann auch, wo man merkt, okay, da ist noch sehr viel emotionale Ladung drin, kann man dann sogar das noch verfeinern, indem man wieder ein Thema von diesem Mindmap nimmt, in die Mitte stellt und wieder dieses Mindmap beginnt. Aber das ist jetzt nur mal so für euch einfach, wenn ihr das für euch zu Hause machen möchtet. Und für den Moment würde ich einfach sagen, ja, versucht mal in dieses Thema ein bisschen reinzuspüren und versucht zu schauen, findet ihr zum Beispiel eine konkrete Situation? Ich genüge nicht. Vielleicht war letztens bei der Arbeit irgendeine Situation, wo du zum Chef gingst und er irgendwie dich kritisiert hast und du hattest gleich den Gedanken, ich genüge nicht. Oder irgendetwas, oder bei vielleicht bei der Arbeit, vielleicht hat jemand irgendeine Bemerkung gemacht oder du hast zu Hause irgendwie an etwas gearbeitet und hast gemerkt, mein Partner ist viel schneller oder was auch immer. Versuch mal irgendwie etwas Konkretes zu finden. Was machst du jetzt so? Mir ist nur etwas durch den Kopf gegangen. Okay. Etwas nicht jugendfreies, nein. Ja, so ungefähr. Und schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr da etwas Konkreteres gefunden habt. Ich möchte euch jetzt nicht ablenken, aber ihr könnt kurz den Ton ausmachen, wenn ihr schon im Prozess seid. Und sonst habe ich hier noch ein paar mögliche Fragen, die ihr euch stellen könntet. Zum Beispiel, wann hast du das Gefühl zum ersten Mal erlebt? Welches war die unangenehmste Situation, die mit diesem Thema verknüpft ist?
Wo findest du die Emotion in deinem Körper? Welche inneren Bilder kommen dir zu diesem Thema in den Sinn? Oder woran erinnert dich das aktuelle Gefühl oder der Glaubenssatz? Nein, das ist gut. Ja, vielleicht kommt dir ja noch eine Situation in den Sinn, wo jemand von außen eine Bemerkung oder so gemacht hat. Weil das ist ja wie schon eigentlich die Auswirkung, aber du kannst es auch mal mit dem probieren. Kannst dir vielleicht auch überlegen, okay, wenn du da länger bleibst, um Notizen zu schreiben, warum bleibst du länger? Also was hast du zum Beispiel irgendwie deine Chefin vor Augen, die dir sagt, ja, es ist nicht schnell genug oder kommt irgendein Bild noch dazu? Kannst dich auch einmal in dieses Gefühl reinversetzen, wenn du dann länger bleibst, weil du eben so diesen, du machst das ja, weil du eben so einen Stress in dir spürst, so eine Unruhe oder eine Bewertung der Situation oder weil du nicht so schnell vorangekommen bist, wie du gedacht hast. Spür vielleicht auch mal dieses Gefühl im Körper auf, wo das genau ist. Ich mache noch kurz ein Beispiel von Aspekten einer bestimmten Angst. Vielleicht kommt euch da auch noch irgendwie etwas in den Sinn. Zum Beispiel könnte man jetzt bei Flugangst, könnte man, sagt jemand vielleicht, ja, ich fühle so, wenn ich mir vorstelle, in diesem Flugzeug zu sein, dann fühle ich so diese Gefangenheit. Und wenn das dann losfährt, dann merke ich so diesen Kontrollverlust und ich merke das wirklich innerlich im Bauch, alles zieht sich zusammen. Vielleicht kommt dieser Person eine Situation in den Sinn, wo es wirklich Turbulenzen gegeben hat und sie große Angst hatte. Oder sie hat einen Film gesehen über einen Flugzeugabsturz und der Film hat sie sehr stark beeinflusst und beeindruckt. Das könnten zum Beispiel jetzt so Aspekte sein. Okay, was haben wir hier? Sonst weiß ich beim nächsten Mal nicht mehr, was ich gemacht habe, beziehungsweise sollte ich es schon während der Therapie machen, aber bin ich zu langsam, um es gleichzeitig zu machen. Notieren mit dem Patienten sprechen. Multitasking wäre wohl die Lösung. Okay, aber hast du zum Beispiel jetzt eine Situation? Wahrscheinlich hat es eine auslösende Situation gegeben, dass du zum Beispiel das mal erlebt hast. Kommt dir irgend so was in den Sinn? Weißt du, dass du wirklich irgendeine Situation total überfordert warst Ja, und jemand auch oder gesagt hat, du bist zu langsam oder ja, oder dir das ja, Gefühl das gegeben Gefühl hat, so gegeben du hat. musst jetzt schneller, Ja, genau. müsstest schneller arbeiten oder du hast das nicht gut gemacht oder kommt dir so eine konkrete Situation in den Sinn? Weil das ist schon die Ableitung von dieser Erfahrung, was du eigentlich für dich gemacht hast, damit das beim nächsten Mal nicht mehr passiert. Also ist das eigentlich deine Strategie, um nicht das auslösende Ereignis
kannst auch einfach mal wirklich so dieses Thema nehmen und in deinen Körper spüren, wo sitzt das Thema. Und dem mal ein bisschen Raum geben und schauen, ob da irgendein Wort, irgendeine Person, ein Bild, eine Situation hochkommt, wenn du da einfach mal reinatmest. Okay, aber du kannst mal nehmen das Gefühl, was es in dir auslöst. Kannst du das irgendwie einordnen, wenn du die Situation nicht im Kopf hast? Die kann sich manchmal dann auch während dem Prozess zeigen. Gibt es irgendein Gefühl dazu? Wo würdest du das im Körper, wie würdest du das benennen und wo im Körper würdest du das finden? Zum Beispiel vielleicht eine Anspannung, eine Enge, eine, ja, ein Kribbeln oder. Eine Verkrampfung im Bauch oder eine Enge im Hals. Ja, sehr gut. Was hast du das Gefühl, was ist stärker? Was ist intensiver? Wenn beides gleich ist, dann kannst du einfach eines auswählen fürs Erste. Okay. Gut, dann nimmst du am besten mal dieses Gefühl. Genau, wie geht's bei? Hast du auch schon etwas gefunden? Denke, wahrscheinlich ist sie mittlerweile zu Hause angekommen. Aber ja, okay. Also wir machen jetzt mal sonst weiter, wenn jetzt nichts kommt. Trauer unter Augen, okay. Sehr gut. Genau, also man kann jetzt auch, wenn man jetzt zum Beispiel, ich glaube, bei euch spüre ich jetzt das nicht unbedingt raus, oder vielleicht, ihr müsst mich korrigieren, vielleicht ist das so, manchmal hat man ja wie auch Angst, sich diesem Problem überhaupt zu nähern. Dann kannst du auch zuerst für diese Angst klopfen. Also du gehst wirklich auf das ein, was im Moment gerade bei dir kommt. Genau. Also und jetzt nehmt ihr mal euer Gefühl, das, was ihr jetzt in Worte gefasst habt, diese Enge im Hals oder diese Trauer unter den Augen. Gebt bitte diesen Problemen oder diesen, ja, das, was sich da zeigt, gibt dem eine Bewertung von 1 bis 10. Was, also 10 ist ganz, ganz intensiv und auch sehr stressig oder negativ fühlt es sich an und 0 ist, ja, es belastet mich gar nicht. Gut.
Fünf. Fünf. Okay, sehr gut. Also, jetzt macht man zuerst so ein Setup. Und zwar dafür nehmt ihr hier so den Handkantenpunkt. Seht ihr das hier? Und ihr sagt jetzt, auch wenn ich Trauer unter den Augen fühle oder auch wenn ich diesen, was war das im Hals, diese Enge im Hals oder so, auch wenn ich das habe, akzeptiere ich mich voll und ganz. Sagt das dreimal und klopft immer hier so gegeneinander diesen Punkt. Und sagt dreimal euren Satz. Auch wenn ich Trauer unter den Augen fühle, akzeptiere ich mich voll und ganz. Ihr könnt auch einen längeren Satz machen, auch wenn ich diese Enge im Hals fühle, wegen meiner Langsamkeit oder irgendwie so etwas. Also er darf auch ein bisschen länger sein. Genau. Und wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr mit der Sequenz beginnen. Dann nehmt ihr wieder, ihr müsst etwas haben, damit ihr euch immer an dem Thema festhalten könnt. Also eben, ihr nehmt zum Beispiel, nehmt Trauer unter den Augen und sagt immer wieder, diese Trauer unter den Augen, diese Trauer unter den Augen. Und gleichzeitig beginnt ihr hier auf dem Kopf zu klopfen, immer wieder diesen Satz sagen. Einfach etwa, ich weiß nicht, ich mache das etwa 15 Sekunden, so wie es sich für euch richtig anfühlt. Dann geht ihr hier hin. So unter dem, also bei der Augenbraue und sagt wieder euer Problem auf. Nur das Gefühl, nur diese Kloß im Hals, nein, was war es, diese Enge im Hals, diese Enge im Hals, immer wieder diese Enge im Hals. Dann der nächste Punkt ist hier, neben dem Auge. Wieder diese Enge im Hals oder was auch immer dein Problem ist. Brauchst du noch Wasser? Ja, gerne. Hier ein paar Sekunden klopfen. Der nächste Punkt ist unter dem Auge. Wieder einen Satz vor dich hin sagen. Dann unter der Nase. Wieder einen Satz vor dich hin sagen. Beziehungsweise den Satz, eben eigentlich das Gefühl, nicht den Setup-Satz. Dann hier zum Kinn. Gleich unter der Lippe. Weiterhin dein Problem benennen. Dann hier beim, was ist das, Schlüsselbein, unten dran, unter diesem Knochen klopfen.
Nicht zu stark, aber auch nicht zu schwach. Wieder ist dein Problem benennen. Und dann noch hier unter dem Arm, unter, genauso bei der Brust nebendran. So. Und wenn du das gemacht hast, alle diese Punkte, dann spürst du noch einmal in dieses Gefühl rein und bewertest es neu. Du schaust einfach mal, was kommt jetzt für eine Zahl. Vorhin war es ja bei Karin 7, bei Patricia 5. Und jetzt schaust du mal, was ist mit dieser Zahl passiert. Und manchmal braucht es ein paar Sekunden, dann manchmal ist es vielleicht sogar noch ein bisschen höher und senkt sich noch. Einfach mal kurz abwarten. Zwei bis drei. Das ist schon viel weniger. Ja. Sehr gut. Okay, bitte, gerne. Genau, jetzt ist es ja immer noch 2 bis 3 bei dir. Natürlich ist meistens das Ziel 0 oder manche sagen auch eine 1 ist für mich okay, genau. 3 bis 4 vielleicht, okay. Aber ein bisschen runter. Gut, genau, wir haben jetzt leider schon ein bisschen überzogen, deshalb, ja, ich weiß auch nicht, wie lange es bei euch jetzt dauert, bis das auf 0 ist. Ihr würdet jetzt oder ihr könnt nachher vielleicht für euch so weitermachen, dass ihr dieses Thema nochmals nehmt. Und ihr macht wieder diesen Setup-Satz und sagt aber, dass dieses Mal, auch wenn ich immer noch ein bisschen dieses Gefühl jetzt zum Beispiel im Hals habe, akzeptiere ich mich voll und ganz. Wieder dreimal wiederholen. Also sagen eben ich. Es ist noch ein bisschen da, genau. Auch wenn ich das noch ein bisschen spüre, akzeptiere ich mich voll und ganz. Und dann macht ihr wieder diese Klopfsequenz, die findet ihr im Workbook. Und sagt aber jetzt, anstatt nur, was war es bei war es? Unter den Augen. Und, Trauer unter den Augen. Genau, dann sagst du diese restliche Trauer unter den Augen und fängst wieder hier an. Machst weiter, einfach wieder alle diese Punkte durch und dann am Schluss bewertest du das wieder. Genau, also nochmals den Setup-Satz sagen mit, ja, es ist noch ein bisschen da, auch wenn ich immer noch etwas von dem spüre, akzeptiere ich mich voll und ganz. Und dann weiter mit dieser restliche, oder diese restliche Trauer unter den Augen, diese restliche Trauer unter den Augen, genau. Und es kommt auch nicht so darauf an, auf welcher Seite ihr klopft, aber es ist, so wie ich gelesen habe, glaube ich, einfach nicht auf beiden Seiten, sondern einfach eine Seite auswählen, wo ihr das macht. Wobei es jeder macht es oder erklärt es auf eine andere Art und Weise. Ich habe jetzt auch schon wirklich verschiedene Techniken erklärt bekommen. Ich habe noch nie eine bekommen, wo man beide Doch, Seiten... Doch, ich schon. Okay. Ja, ich habe wirklich so okay. und so. Okay. Wirklich beide Seiten. Aber ja, ihr müsst für euch auch ein bisschen rausfinden, ja, was sich dann gut anfühlt. Ich meine, wenn das klappt, dann ist es auch sowieso egal, oder? Genau. Also, ich hoffe, ihr konntet euch das merken und ich würde euch empfehlen, macht das nachher gleich noch, weil vielleicht kommt ihr wirklich auf 1 oder 0, das ist sehr wahrscheinlich, ja, wenn ihr schon so runtergekommen seid, genau. Ja, jetzt aber noch allgemein zu dieser Technik kurz.
Eben, es ist wichtig, dass man nachher dann einfach wirklich nachspürt, man schaut, was ist passiert, wo habe ich, hat sich etwas bewegt, was fühlt sich klarer an, wie fühlt sich mein Körper an und vielleicht ist etwas Neues aufgetaucht, weil oft sind eben diese Gefühle, das sind, oder diese Themen sind sehr komplex, manchmal kommt noch Trauer, Scham oder irgend sowas. Oder Wut oder ja. Es kann auch sein, dass die Gefühle intensiver, dass du sie intensiver wahrnimmst, weil dein Schutzmechanismus ein bisschen durchlässiger wird. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Wenn du jetzt aber das Gefühl hast, es ist mir zu viel, dann hast du mehrere Optionen. Du kannst dann zum Beispiel, am besten hörst du einfach mal auf, den Satz zu sagen und kannst die Punkte entweder einfach weiter klopfen, nur die Punkte ohne den Satz zu sagen, oder sie auch halten, bis sich dein System beruhigt hat, bis du dich wieder besser fühlst oder ruhiger fühlst. Und du kannst dir dann überlegen, ja, möchtest du das nochmals probieren oder vielleicht wirklich auch mit deinem Coach, der so sich mit diesem Thema auskennt oder mit deinem EFT-Practitioner, findest du sicher im Internet jemand, der darauf spezialisiert ist. Oder mit uns. Genau, eben mit deinem Coach natürlich. Genau. Wenn du jetzt alleine weitermachen kannst und du hast das Gefühl oder machen willst und hast das Gefühl, es ist alles zu intensiv, kannst du das Ganze, dein Erleben wie eine Art Film sehen. Du kannst auch wirklich dann sagen, dieser Film über ja, dein Thema oder diese Geschichte, bla bla bla. Du kannst ihm einen Titel geben, du kannst sogar eine Abkürzung nehmen, die nur du verstehst und die sich für dich nicht so heftig anfühlt. Und dann einzelne Szenen dieses Filmes durchgehen. Was sehr wichtig ist, auch allgemein finde ich bei allen Methoden, ist, dass du wirklich auch dir die Veränderung bewusst machst. Also du kommst, vielleicht bekommst du zum Beispiel von anderen Menschen andere Rückmeldungen als sonst. Du siehst vielleicht plötzlich den Standpunkt von jemandem, was du vorher nicht gesehen hast, oder du fühlst irgendwie einen inneren Frieden in Bezug auf ein Thema. Du hast Mitgefühl für dich selbst oder du siehst plötzlich viele Aspekte. Du hast einen besseren Überblick. Ja. Aber eben, es ist noch wichtig zu sagen, die Schutzmechanismen, die können wirklich sehr stark sein. Du kannst dich auch mal fragen, ja, was ist mein Nutzen, wenn ich dieses Problem, diesen Glaubenssatz behalte? Wer wäre ich denn ohne das? Und wichtig ist auch immer, auf deine Intuition zu hören, wenn irgendwas auftaucht, was dir wichtig vorkommt, egal ob es ein Bild ist, irgendwas, was du gar nicht weißt, ob das wirklich einen Bezug hat, wenn dir deine Intuition so ist, dass das irgendwie wichtig sein könnte. Dann klopfe das. Ja, und man kann mit EFT wirklich, wie mit vielen anderen Methoden, oder manchmal kann man sehr schnell etwas erreichen. Es ist aber am wirkungsvollsten, wenn du es wirklich über Wochen oder es gibt sogar Leute, die das über Jahre einfach integrieren in ihren Alltag. So wirst du sicher am meisten erreichen. Vor allem bei wirklich sehr schweren so Traumata, die du vielleicht in der Kindheit hattest, über lange Zeit, dann gibt es eben so viele Verknüpfungen und es ist so ein langjähriges Thema, dass man wirklich dranbleiben muss. Aber was sicher ist, ist, es bringt mehr als nur Gesprächstherapie, also man kommt schneller vorwärts. Aber man muss natürlich trotzdem sich diese Zeit geben und eben in einigen Fällen kann es wirklich sehr hilfreich sein, wenn man, ja, wenn man einen Coach oder jemanden an der Seite hat, der einen da auch durchbegleitet und hilft, vielleicht die gewissen Dinge so wirklich aufzudröseln oder einfach die verschiedenen Aspekte zu sehen oder wenn man nicht traut, wirklich dahin zu schauen. Ja, was wir vor allem auch sagen möchten, gute Nacht, nein, Ich nein, schlafe noch nicht, aber bald. nein, genau, wir haben hier so ein bisschen schummriges Licht und es ist so heiß Ja. und genau. Nein, aber einfach lass dich nicht von deinen negativen Glaubenssätzen in deinem Leben einschränken oder dich davon abhalten, dass du deine Ziele schlussendlich erreichst. Auch wenn du einen negativen Glaubenssatz hast, kannst du vorwärts gehen, du kannst
mit dem arbeiten oder du kannst wirklich einfach dir bewusst machen, das ist einfach ein Glaubenssatz, du kannst neue Erfahrungen machen, du kannst, auch wenn es schwierig ist, auch wenn du Ängste hast, kannst du losgehen und etwas machen. Ja, und immer dran denken, das bin nicht ich, das ist das, was Genau. ich denke, aber das bin nicht ich. Das ist das, was mein Umfeld mir auch vermittelt hat, Genau. aber das heißt nicht, dass es immer so sein muss, das heißt nicht, dass es nicht andere, ein anderes Umfeld gibt, wo das keine Rolle spielt und ja, das sagt nichts eigentlich über meine Person aus, sondern es ist einfach das, was ich gelernt habe. Und wichtig dranbleiben, nicht Genau. aufgeben, denn es benötigt Zeit. Ja. So ist das manchmal Nicht eben, aufgeben. manchmal fällt man zurück, manchmal hat Ja. man große Angst, etwas zu, ja, etwas Verlieren. zu Auch. verlieren, genau, wirklich da auszubrechen, sich anders zu verhalten, weil das Umfeld einen ja so kennt, weil man das so lange schon so hat und kennt, dass man denkt, ja, man ist so damit verbunden, die ganze Welt bricht auseinander, wenn man das sein lässt. Und in solchen Fällen einfach wirklich weitergehen und dir Hilfe suchen, wenn du das Gefühl hast, du schaffst es nicht alleine. Aber lass dir nicht dein Leben zerstören, lass dich nicht von deinen Träumen abhalten und ja, geh trotzdem, trotz deinen negativen Glaubenssätzen und überwinde die. Ja. Ich glaube, wir können auch selbst sagen, dass es wirklich funktioniert, eben wie du Ja, vorhin schon gesagt hast. Wir hatten beide definitiv. schlimme, starke Glaubenssätze, die uns zurückgehalten haben. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich alle überwunden habe, aber ich bin sicher viel, viel weitergekommen und muss mir das auch immer wieder bewusst machen. Und Ja, und wie gesagt, es gibt Momente, da sind sie weg, da denkt man das ja. nicht mehr, aber dann kommen auch wieder die Zeiten, wo es einem vielleicht nicht so gut geht und dann kommen auch die Glaubenssätze wieder und dann auch wieder wichtig daran denken, das bin nicht ich, das ist nur, was ich denke. Und auch wenn du eine Situation wiedererlebst, es kommt manchmal einfach vor, wenn du ausbrechen möchtest, dass dir eigentlich dein Unterbewusstsein nochmals die gleiche Situation liefert oder du irgendwie ja, einfach wirklich da blockiert wirst, aber dann mach dir bewusst, das ist nur dein Unterbewusstsein, das ist nur deine Angst, du kreierst dir das, weil du einfach etwas dich davon abhalten möchtest, diese neue Person zu werden und alte Dinge über Bord zu werfen und lass dich trotzdem nicht abhalten. Also wirklich, auch wenn du nochmals eine schlechte Erfahrung machst, geh weiter. Du kannst es verändern. Genau. Ja, wir hoffen, wir konnten euch hier wieder ein paar Inputs liefern. Es ist jetzt leider trotzdem wieder ein bisschen länger gegangen, aber ja, und ich würde sagen, eben macht das vielleicht mit diesem Thema gleich noch weiter, wenn ihr jetzt da schon angefangen habt. Ja, und genau, vielleicht eben wäre ein Mindmap dann mal noch, wenn ihr noch weiter daran arbeiten wollt, noch eine Idee. Danke, dass ihr dabei wart. Ja, danke vielmals, dass ihr euch mitgeteilt habt, dass ihr dabei wart und ja. Wir wünschen euch noch einen tollen Abend und viel Freude und Erfolg beim Ausprobieren der Methoden. Genau, beim Auflösen der Ja, Glaubenssätze. genau. Und wir sehen uns im Paradies. Vielen Dank, mache ich. Okay, sehr gut. Gut, also Also, dann. tschüss. Tschüss zusammen.